Glückwunsch zum Wahlerfolg. Wie kam es dazu? Danke. Ja, ganz klar, wir haben verloren, aber doch gewonnen. Ganz einfach, weil wir weniger hatten als die anderen Dödel. Was am Beispiel der CDU heißt, 2 Prozentpunkte mehr, also mehr weniger. Am Ende gewinnt also, wer weniger und nicht mehr hat. Und eins im Sinn habe ich sowieso, nämlich den Regierungsauftrag. Herzlich willkommen zu Extra 3. Na bitte, es gibt noch Verlässlichkeit. Ein kleines bisschen Verlässlichkeit, zumindest in Niedersachsen. SPD-Ministerpräsident Stefan Weil geht in seine dritte Runde. Die Wählerinnen und Wähler schätzen ihn wegen seiner Ruhe und bestimmt auch wegen der anderen Sachen, die er bestimmt auch gut kann. Stefan Weil ist auf jeden Fall der Inbegriff der Kontinuität des Unspektakulären. Er ist der menschgewordene Fahrradhelm. Sein Spirit Animal ist der Volkshochschulleiter. Ich glaube wirklich, Menschen wie Weil sind in diesen unruhigen, lauten Zeiten wie ein bisschen Valium zum Runterkommen gegen den ganzen Krach da draußen. So eine Art menschlicher Noise-Canceling-Kopfhörer. Die Wahl in Niedersachsen gilt natürlich auch als Stimmungstest für den Bund. Immer, wie alle anderen Landtagswahlen auch. Und so war es auch diesmal. Stimmungstest für den Bund. Ich glaube ja, es ist eigentlich der wirklich wahre Grund, warum es diese ganzen komischen Bundesländer überhaupt noch gibt. Ne? Oder fällt Ihnen irgendwas anderes ein? Doch bestimmt nicht, weil die das mit der Bildungspolitik und mit der Corona-Pandemie so wahnsinnig erfolgreich und effizient hinbekommen. Nein, es gibt diese albernen Bundesländer, damit die Parteien aus dem Bund immer zwischendurch mal einen Stimmungstest machen können. Testen können, wie sie so ankommen. Und generell muss man sagen, nicht so gut. Die Wahlbeteiligung ist auch in Niedersachsen gesunken. Die Schätzung von Infratest IMAP beläuft sich auf nur noch 60% nach 63% vor 5 Jahren. 60%. Die meisten Getränke, die in Niedersachsen sonntags getrunken werden, haben mehr. Dabei haben sich die Parteien sehr ins Zeug gelegt. Am innovativsten fand ich ja die Plakatkampagne der Linkspartei. Ich weiß nicht, ob Sie da was gesehen haben, aber die haben ja wirklich plakatiert, die scheiß Miete ist zu hoch. Das haben die so aufgehängt. Mir hätte ja noch gefallen, das Kackbier ist zu teuer und der verdammte Sex ist zu selten. Hat aber nichts gebracht, die Scheißwahl wurde vergeigt. Die Linkspartei durfte mitmachen und das war's dann auch. Ebenfalls gescheitert an der 5%-Hürde ist auch die FDP. Gescheitert. Das führt so langsam zu Panik in der FDP und auch zu wirklich grotesken Fehleinschätzungen. Schuld an allem ist offenbar die Ampel. Und wir zahlen dafür gewiss einen Preis bei unserem politischen Profil, weil manche die FDP als liberale Kraft dann nicht erkennen und glauben, wir seien jetzt auch eine linke Partei. Eine linke Partei, natürlich. Wegen dieser ganzen klassisch linken Projekte. Wahrscheinlich meint er die 100 Milliarden für die Bundeswehr oder ja, Streckbetrieb der Atomkraftwerke, klar. Und Tankrabatt, alles brutal links. Die FDP zieht nun aus ihrer Niederlage in Niedersachsen den Schluss, dass sie in der Ampelkoalition im Bund noch mehr auffallen muss. Da kann ich nur sagen, Vorsicht. Es ist besser, keine Schlüsse zu ziehen, als Falschschlüsse zu ziehen. Ich glaube, die FDP, ja, die verliert gerade, weil sie im Bund so auffällt. Immerhin, bei der Ampelregierung in Niedersachsen, da muss die FDP nicht mitmachen. Das wird ja auch eine Ampel, aber es wird eine rot-grüne Ampel, eine Fußgängerampel. Ja. Die Grünen konnten ihr Ergebnis deutlich verbessern, auch durch, und das muss man wirklich mal ganz klar sagen, auch durch einen wirklich gnadenlosen Populismus in der Bundespolitik. Wir müssen die Menschen durch den Winter bringen, indem wir jetzt die Graspreise deckeln. Ja. Sonst noch was? Ricarda Lang will die Graspreise deckeln. Also irgendwo ist auch mal Schluss. Sehr viel härtere Substanzen
wären notwendig gewesen, um die Stimmung bei der CDU noch nennenswert zu heben. Das ist wirklich eine Leistung, muss man sagen. Ja, bei der aktuellen Performance der Ampelkoalition als bundesweite Oppositionspartei hat so dermaßen abzukacken. Also das muss man erstmal schaffen. Respekt. Da können die sich wirklich auch alle nochmal bei Friedrich Merz bedanken. Der hatte ja geahnt, dass die Rechten bei der Landtagswahl richtig absahen könnten und hat dann noch ein paar populistische Sprüche von angeblichen ukrainischen Sozialtouristen rausgehauen. Ich denke, dafür kann Friedrich Merz durchaus als Wahlhelfer mit besonderem Engagement ausgezeichnet werden, allerdings nicht von der CDU, sondern von der AfD. Knapp 11%. Ja. Knapp 11%. Hat die AfD einfahren können. Inflation und Krise treiben der AfD die Wähler offensichtlich nur so in die Arme. Bei Krisen ist man als deutscher Wutwähler eben immer noch konsequent. Da denkt man, wenn schon schlechte Zeiten, dann aber bitte auch richtig. Was mir aufgefallen ist, um nochmal was Positives zu erwähnen, das Duell der Spitzenkandidaten Weil und Althusmann, das war ja wirklich sehr zivil. Sie haben ja auch miteinander regiert, sie haben offenbar sogar denselben Herrenausstatter. Und es war wirklich eine faire Auseinandersetzung, verbindlich, freundlich im Ton. Sowas ist selten geworden. In aktuellen Debatten geht es ja doch meistens schrill und polemisch zur Sache. Und irgendwie ist so eine Dauerempörung zu spüren, im Netz sowieso. Ich glaube, irgendwann lernen unsere Kleinen in der Grundschule die deutsche Sprache nur noch in Großbuchstaben und mit Ausrufezeichen. Dabei ist es ja gar kein Naturgesetz, dass zum Beispiel Fernsehdebatten immer so aggressiv und rechthaberisch geführt werden müssen. Es könnte auch ganz anders sein. Lassen Sie mich... Ja. Lassen Sie mich doch mal... Ich wollte gerade sagen... Entschuldigung, Herr Precht. Sie haben da einfach vollkommen recht. Und das muss ich auch mal einsehen. Herr Precht. Beeindruckend, wie Sie sich selbst korrigieren. Machen Sie weiter so. Toll. Sie haben zwar gewonnen, aber ich muss Ihnen gleich eine kritische Frage stellen. Das ist nämlich mein Job. Boah, das verletzt mich ehrlich gesagt gerade ein bisschen, aber trotzdem bleibe ich höflich und versuche professionelle und auch ein bisschen kesse Antworten zu geben. Ja, und dann schreibe ich einen Tweet mit sachlicher Kritik an Teewurst und nach einer Sekunde sind schon 20 Kommentare da. Er bekommt hunderte Antworten wie diese. Ey, Frederik, ich raste aus. So habe ich das noch nie gesehen. Danke. Ja, das ist ja eine super Idee von der Opposition, ganz klar. Aber warum sind wir da nicht als Regierung selbst drauf gekommen? Jetzt sind wir natürlich dagegen. Sagen wir halt, wir haben es zusammen ausgedacht. Gerne, da bin ich natürlich dabei. So, Freundchen. Ich verliere hier langsam die Geduld. Wir klären die Sache jetzt ein für allemal wie richtige Männer. Und zwar mit einem Kompromiss. In der Zwischenzeit trifft Frederik Herrmann die letzten Vorbereitungen für die Demo. Also ich schreibe auf der einen Seite auf, welche Argumente dafür sprechen und auf der anderen, welche dagegen sprechen. Passen Sie mal auf. Ich habe sicher lange gebraucht, aber ich muss einsehen, die Kritik an mir ist völlig richtig. Es tut mir wahnsinnig leid. Entschuldigung, nicht? Batman, wir müssen nicht einer Meinung sein. Ich glaube, wir können auch koexistieren, ohne einander zu verletzen. Das klingt sehr vernünftig, aber nach einem sehr langweiligen Film. Genau, ich habe ein Riesenproblem mit meinem Vertrag bei Ihnen. Und eigentlich rase ich vor Wut, aber das kann ich ja nicht an Ihnen auslassen. Ich finde die Diskussion gerade sehr emotional, deswegen gehe ich an die frische Luft und dann sprechen wir sachlich weiter, ihr Lieben. Also von Max Engel und Alex Krampe. Die Grünen können sich freuen. Die Grünen werden in Niedersachsen wohl eine Regierung mit der SPD bilden. Und Niedersachsen gilt ja als das Bundesland der Erneuerbaren. Das passt. Die Grünen sind ja auch die Partei, die sich von allen Parteien am meisten erneuert. Vor allem ihre Prinzipien. Die Grünen haben gewonnen, weil ihre Wählerinnen und Wähler offenbar sagen, AKWs laufen lassen, Frackinggas verstromen, Lützerath wegbaggern, Kohlekraftwerke länger laufen lassen. Geilo, das ist grüne Politik. Das wähle ich. Die Grünen kommen mir inzwischen vor wie die CDU, nur mit schlechtem Gewissen. Waffenexporte nach Saudi-Arabien,
Auch das ist möglich. Saudi-Arabien, ein Land, das im Jemen Krieg führt, das Menschenrechte missachtet. Ein Land, das den Journalisten Jamal Khashoggi hat umbringen und zersägen lassen. Und sagte nicht der heutige Grünen-Chef Omid Nuripur noch 2018, es ist nicht auszuhalten, wie Reden und Handeln der Bundesregierung auseinanderfallen. Was muss denn noch passieren, damit die Bundesregierung keine Waffenexporte mehr nach Saudi-Arabien genehmigt? Ja, wir wissen, die Grünen stehen ja für eine wertegeleitete Außenpolitik. Und heute wissen wir, mit den Werten meinen sie Geldwerte und Sachwerte. Die Ampelkoalition genehmigt, wie schon die Vorgängerregierungen, Rüstungsexporte an Saudi-Arabien. Nur wenige Tage nach der Scholz-Reise teilte der grüne Vizekanzler Robert Habeck mit, man genehmige Zulieferungen zur Ausrüstung und Bewaffnung der Kampfflugzeuge Eurofighter und Tornado sowie Munition für Eurofighter. Empfänger Saudi-Arabien. Die Grünen also auch. Aber vielleicht sind ja Waffen in saudischen Händen gar nicht so schlimm, wenn die Saudis im Gegenzug versprechen, dass sie bei der Anwendung gendern. Ich frage mich nur, geht die grüne Parteibasis da auch mit? Das ist ja die spannende Frage. Wir werden das in den kommenden Tagen erleben können, denn in Bonn findet ja der grüne Parteitag statt. Und Cheforganisator Maximilian Schaffroth ist bereits vor Ort. Herr Schaffroth, sind Sie denn gewappnet für die Begegnung mit der Basis? Hey Inge, easy, alles easy hier in Bonn. Ich habe gerade mit Annalena Robert und Ricarda gesprochen. Wir sind alle noch super geflasht von den Ergebnissen in Niedersachsen. Das heißt, wir gehen jetzt auch mit geladenen Akkus in eine schwierige Diskussion. Aber wir mögen es ja, Protest und Auseinandersetzung. Das ist ja die Ursuppe, aus der wir Grünen so ein Stück weit entstanden sind. Bei uns fliegt eben mal ein Farbbeutel durchs Plenum oder ein voller Leitsordner durch den Raum oder ein abgerissener Rasterzopf. Also wir sind da überhaupt nicht zu vergleichen mit den etablierten Parteien, mit dem ganzen Mainstream. Ja. Herr Schaffroth, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber Sie sind politischer Mainstream. Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt. Sie haben das nicht gesehen. Anton Hofreiter ist hier gerade mit dem Einrad vorbeigefahren. Geht mal weg jetzt. Geht mal weg. Ich habe hier eine Ehre hier. Es ist, was ich damit sagen, was auch immer Sie gefragt haben, wir sind der alte wilde Haufen von wuscheligen Individualisten in fairer Kleidung. Es ist alles beim Alten hier. Es ist grün. Es ist wahnsinnig grün da. Herr Schaffroth, wir sehen aber keine wuscheligen Individualisten in fairer Kleidung. Wir sehen einen Habeck im Anzug. Wir sehen Kohleverstromung und Waffendeals mit den Saudis. Das ist doch kindisch. Also Anzug hin oder her. Natürlich trägt Habeck einen Anzug, aber er trägt ihn, als wäre es ein Jogginganzug. Er trägt ihn offen, lässig, locker. Er trägt ihn ehrlich. Das ist für uns Grüne total wichtig geworden. Ehrlichkeit. Ja. Natürlich haben wir uns verändert. Wir sind durch die Regierungsarbeit so ein Stück weit auch erwachsen geworden. So, es ist so ein bisschen coming of age. Ich würde aber trotzdem sagen, wir sind die Alten geblieben. Ja. Unter unseren Cartier-Manschetten tragen wir noch die alten Festivalbändchen. Viele Delegierte, das wissen Sie ja gar nicht, haben hinten auf dem Rücken den Anti-AKW-Aufkleber tätowiert. Natürlich muss das jetzt geändert werden. Das ist die Ehrlichkeit, die ich meine. Claudia Roth hat das heute Nachmittag nachstechen lassen. Da steht jetzt Atomkraft, nein, danke, Sternchen. Es sei denn, in politischen Notsituationen ist ein Schreckbetrieb von dieser zweiten Neckar-Westheim erforderlich. Das tat höllisch weh. Realpolitik tut nun mal weh. Das haben wir als Grüne mittlerweile gelernt. Herr Schaffroth, was meinen Sie, wie wird denn nach zwei digitalen Parteitagen die erste Begegnung mit der Basis sein? Who knows? Wir haben jetzt erstmal hier eine schöne Bundesdelegiertenkonferenz. Wir lassen es ruhig angehen. Beim Einzug von Annalena und Robert wird erstmal beruhigende Musik gespielt. Anton Hofreiter hat sich bereit erklärt, ein Panflöten-Solo zu spielen. Und alle Delegierten mit Wortbeitrag müssen erstmal 10 Minuten davor in einen Zirbenholz-Wutraum. Das haben wir alles schön schnuckelig hergerichtet. Da hängt ein Poster von Annalena und Robert und ein Kirschkern-Boxsack. Vielen Dank, Maximilian Schaffroth. Kommen wir nun mit etwas Verspätung zur Deutschen Bahn. Am Samstag ging ja in ganz Norddeutschland nichts mehr, weil mehrere Glasfaserkabel durchtrennt worden waren. Der oder die Täter verfügen offenbar über Insiderwissen. Die haben offenbar Durchblick. Die kennen die internen Strukturen bei der Bahn.
Damit scheiden die meisten deutschen Verkehrspolitiker schon mal als Tatverdächtige aus. Dabei hat die Deutsche Bahn auch ganz ohne durchtrennte Kabel schon genug Probleme. Daniel Sprenger. Chemnitz hat einiges zu bieten. Große Parks, schöne Jugendstilarchitektur und rauschende Feste. Doch eines hat hier lange gefehlt. Der schnelle Weg raus aus Chemnitz. Wir hatten 16 Jahre lang de facto keinen überregionalen Bahnanschluss. Doch hier fährt er ein. Der Heilsbringer für die ganze Region. Der IC 2270. Seit Juni schließt er die Stadt an die große, weite Welt an. So viele Jahre später, das wieder hinzubekommen, ist eine große Geschichte. Ist einfach, wenn ich das sagen darf, einfach nur ein geiler Tag. Absolut. Ein Fernzug in Chemnitz. Wie geil ist das bitte? Und bei der Verbindung gibt es noch einen ganz besonderen Clou. Dafür gibt sich die Bahn ganz besonders Mühe, wie sie leider nur schriftlich mitteilt. Da es in Chemnitz keine Möglichkeiten gibt, die Züge zu reinigen sowie eine Instandhaltung zu gewährleisten, werden die Züge von nach Leipzig oder von nach Dresden überführt. Heißt, der IC kommt morgens um 6.26 Uhr extra leer, aber sauber aus Dresden angefahren. Und um 8.26 Uhr kommt ein weiterer ebenfalls leer angefahren aus Dresden oder manchmal auch aus Leipzig. Dann fährt er wieder über Dresden zurück nach Berlin mit Fahrgästen. Abends geht es dann wieder leer zurück nach Leipzig oder Dresden zur Reinigung. Das ist sinnlos. Der Bahn macht ihre eigenen Gesetze. Ja, das ist klar. Gut, warum kann er denn nicht von Chemnitz nach Dresden noch Personen mitnehmen? Naja, ausgeschrieben war nur die Strecke Chemnitz-Berlin-Ostsee. Da kann man ja nicht einfach die kurze Strecke Dresden-Chemnitz auch noch bedienen, nur weil der Zug eh fährt. Und auf seiner eigentlichen Route bietet der neue IC unschlagbare Vorteile, schreibt die Bahn. Ohne Umstieg erreichen Reisende aus der Region Chemnitz somit umsteigefrei den Flughafen Berlin-Brandenburg sowie weitere Städte und touristische Ziele. Ohne Umstieg, somit umsteigefrei? Ja, ja, schon verstanden. Endlich direkt nach Berlin dank des IC. Bisher musste man dafür zunächst den Regionalexpress nach Leipzig nehmen. Voll der alte Rumpelzug. Dauert doch bestimmt ewig, vor allem mit der ganzen Umsteigerei. Man kommt über Leipzig mit diesem Zug schneller nach Berlin, muss dann zwar in Leipzig umsteigen, hat dann 45 Minuten Wartezeit, ist aber trotzdem schneller insgesamt in Berlin als mit den schönen modernen Intercity. Und das ist ein bisschen das Verrückte an der Sache. Der Regionalzug? Schlägt den IC in Sachen Schnelligkeit trotz langer Umsteigezeit? Aber noch schneller wäre doch ein direkter ICE Chemnitz-Berlin. Aber ICEs gibt es ja hier leider nicht. Doch einen ICE haben wir tatsächlich in Chemnitz. Der ist jetzt hier neben mir und den bringen wir jetzt mal zum Fahren. Kostet nur 1 Euro, also günstiger als das 9-Euro-Ticket. Perfekt, oder? Und immer zuverlässig und pünktlich ist er auch noch. Ja, unser ICE. Wir schreiben das Jahr 2022. Chemnitz hat einen Intercity-Anschluss. Das ist ein Fortschritt. Aber noch immer wird die Verantwortung für Verhütung den Frauen zugeschoben. Was das miteinander zu tun hat, gar nichts. Ja, aber ich wollte mal über Verhütung reden. Männer halten sich da viel zu oft raus. Immer noch. Es gibt so eine gewisse Porto-zahlt-Empfänger-Mentalität bei Männern, ne, die sich auch die Pharmaindustrie zu eigen gemacht hat. Es gibt für Frauen vielfache Varianten der Pille. Es gibt Spritzen, es gibt Diaphragmen, es gibt Spiralen. Womit verhüten Männer? Mit Gelaber über Kryptowährungen. Und Liegefahrrädern. Oder eben ganz klassisch mit Kondom. Finden aber einige Männer nicht toll, weil sich das nicht so natürlich anfühlt. Also nicht so wunderbar natürlich wie die Kopfschmerzen, das Thromboserisiko und die Übelkeit als Nebenwirkung der Pille bei der Frau. 2008 hatte die Weltgesundheitsorganisation mal eine Studie zur Pille für den Mann gestartet. Es gab da nur ein Problem, die Nebenwirkungen. Rund jeder 10. Mann litt unter depressiver Stimmung, Akne oder Lustlosigkeit im Bett. 2011 hat die WHO die Studie abgebrochen. Dabei sind die Nebenwirkungen bei der Pille für die Frau ganz ähnlich, nur dass sie seit 60 Jahren hingenommen werden. Und Frauen kann man das auch zumuten. Wem man eine Geburt zumuten kann, dem kann man auch Akne und Depressionen zumuten. Sie fragen sich, gibt es überhaupt Männer, die wirklich so unkooperativ sind? Das ist doch alles Quatsch. Ja, wir leben doch im Jahr 2022, die gibt's doch gar nicht mehr. Unser Reporter Rollo hat nochmal nachgefragt. Ey, Martina, was machen wir heute Schönes? Eine Umfrage zum Thema Verhütung.
Verhütung? Was hat das mit mir zu tun? Sag mal, ganz ehrlich, ne? Wer kümmert sich bei euch beiden um die Verhütung? Ja, keiner von beiden. Also doch, ja, sie nimmt auf jeden Fall die Pille. Wer kümmert sich um die Verhütung? Bei den beiden. Also ich würde normalerweise sagen, die Frau. Wer kümmert sich in eurer Beziehung um die Verhütung? Ich. Ich? Ja, ich. Und bist du davon genervt? Ja, ist das nicht normal? Was ist normal? Also, dass man genervt ist. Weil er sagt Frauensache? Ja. Was sagst du den Frauen, die zum Beispiel total genervt sind, weil die sagen, alles bleibt an uns, auf uns, auf unserem Rücken hängen? Kann ich ganz verstehen, kann ich nachvollziehen. Echt? Ja, klar. Die haben halt, die hauen sich Hormone rein und alles und haben halt den ganzen Stress. Verstehen wegen den Hormonen, ne? Ist ja halt nicht geil. So, man verändert ja damit den Körper auch, ne? Mhm. Ist ja nicht unbedingt auf Dauer gesund. Ich habe das auch schon erlebt, dass sie auch Freundin von mir die Pille abgesetzt hat, weil sie dick geworden ist. Oh. Ne? Ausschläge viele und so, ne? Mhm. Das passiert. Das gesundheitliche Risiko tragen die schon, die Mädels. Ne? Ja, ja, das ist auf jeden Fall. Man kriegt das tut schon einen manchmal schon leid. Ne? Ja, es gibt jetzt in der Forschung zum Beispiel die Pille für den Mann, ne? Ach, ja. Ohne Witz. Ja, gibt's. Aber nein. Also ist noch nicht raus, ne? Also die ist nicht zugelassen, weil wegen der Nebenwirkung, ne? Migräne, Depression, sexuelle Unlust und so. Ich meine, das wird auch keine Lust. Nee, oder? Ich auch nicht. Dann lieber nicht. Sexuelle Unlust und so, ne? Nee, dann lieber nicht. Die Pille für einen Mann zum Beispiel, da hast du dann Migräne, da hast du. Ja, hab ich auch. Ja, und deswegen soll der Mann das auch kriegen, oder was? Besser, wenn die Frau das hat, ne? Würdest du da sowas einnehmen? Nein, nein, nein. Warum nicht? Das stört bestimmt den Wechsel, den Hormonwechsel oder so einen Scheiß. Mega, auf jeden Fall. Du kriegst Kopfschmerzen, nein, Depression, das ist richtig scheiße. Dann soll die Frau Pille danach nehmen. Genau. Gut ist so, ja. Schön. Toll. Ja, das die Nebenwirkungen sind auch scheiße. Das ja, kannst das du ist doch auch bei der Frauenpille so. Ja, stimmt. Aber deswegen, nur weil ihr die habt, müssen wir ja das nicht auch kriegen, oder was? Wird erforscht gerade so ein Gel. Ja. So ein Vasalgel heißt das. Ja. Das wird in den Samenleiter reingespritzt. Oh, bitte. Ja, genau. Ist doch schrecklich, oder nicht? Würdest du sowas machen? Tja, bist du weich? Kannst du doch keinem Mann antun, ey. Ach so, warum? Also sag mal so, wenn die Männer Kinder kriegen, werden wir ausgestorben. Ich bin mir ganz sicher. So, Martina, Schluss mal mit dem ganzen Verhütungskram. Ich gehe jetzt Männersachen machen. Also Auto in die Werkstatt fahren, shoppen, du weißt schon, Friseur. Also ruf mich wieder an, ne? Tschüss, tschüss. Ein Film von Martina Hausstädte und Jamali Gültekin. Viele unserer Nachnamen sind ja aus alten Berufen entstanden. Diese Nachnamen wie Bäcker, Schmied, Fassbender, Schweinsteiger, alles alte Berufe. Und ich denke, in 100 Jahren, dann heißen Menschen vielleicht Thorsten TikToker, Inge Insta oder Jörg YouTuber. YouTuber ist inzwischen ja wirklich ein Handwerk mit goldenem Boden. Mit erfolgreichen YouTube-Videos kann man viele Menschen erreichen und erstaunlich viel Geld machen. Und vieles davon wirkt auf den ersten Blick gar nicht so unglaublich spannend, muss ich sagen. Zum Beispiel Unboxing-Videos. Da wird gezeigt, wie Leute was auspacken. Das neue Smartphone, was gerade angekommen ist, oder Spielekonsolen oder auch einfach nur Badelatschen. Gern geguckt werden auch Videos, in denen Menschen was Idiotisches machen. People being idiots. Millionen Klicks. Ich habe mir das angeguckt. Menschen machen was Idiotisches. An einem schönen Herbsttag habe ich mir das diese Woche 9 Minuten lang angeguckt. People being idiots. Und habe gedacht, offenbar bin ich hier gerade der größte Idiot von allen. Millionen Menschen schauen sich Clips an, in denen was kaputt gemacht wird. Ja, da fragt man sich, was passiert, wenn ein Auto über Zahnpastatuben fährt? Wenn man früher berühmt werden wollte, hat man wie Leonardo da Vinci monatelang die Mona Lisa gemalt. Heute würde Leonardo sagen, Mona, ich lasse das mit dem Malen, viel zu kompliziert. Ich gehe raus und reite mit dem Pferd über eine Packung Dickmilch. Was macht jetzt ein YouTube-Video zu einem wirklich erfolgreichen YouTube-Video? Gibt es da irgendwelche Regeln, Kriterien, Tipps? Dazu hat die Redaktion vom NDR-Medienmagazin ZAP erfolgreiche YouTuberinnen und YouTuber befragt. Die Doku dazu können Sie sich hier angucken. Was offenbar wichtig ist, es muss authentisch wirken. Nicht authentisch sein, aber authentisch wirken. So wie Michel und Sven, zwei Racker, die vor 13 Jahren, glaube ich, ihren Tischdeckentrick gezeigt haben. Hi, ich bin's Michel. Und ich bin Sven und wir zeigen euch heute unseren ultimativen Trick. Total authentisch. Ja. Das Ding ist halt komplett inszeniert. Also wir haben
einmal uns selber ohne ohne ganzen Sachen auf der Tischdecke drauf haben wir gefilmt. Dann haben wir die ganzen Sachen auf den Tisch aufgebaut, den Schrank einzeln umgeschmissen. Diese einzelne Aufnahme haben wir dann genommen und die beiden Bilder dann einfach ineinander gefügt. Wer auf YouTube nach wirklicher Authentizität sucht, der sucht wahrscheinlich auch im Bordell nach der großen Liebe. Aber es soll authentisch wirken, das ist schon mal ganz wichtig. Zweitens, das Thema sollte bekannt sein. Alle sollten sich damit identifizieren können. Videos über Laila gucken wohl tatsächlich mehr Leute als Videos über das Spätwerk von Dmitri Schostakowitsch. Drittens, man sollte die Leute direkt und locker ansprechen. What's up, birthday boy? What's up, Was geht ab, meine Freunde, was geht? Und willkommen zu einem neuen Video. Was geht, meine Freunde, mein Name ist Jonas und willkommen zu einem neuen Video. Was geht ab, ihr kleinen Fungis? Hallo, mein Name ist Luca und meine lieben Freunde. Hallo, mein Name ist Luca und meine lieben Freunde. Hallo, mein Name ist Luca und meine lieben Freunde. Man beginnt immer mit einer Ansprache. Also bitte nicht so wie hier. Herzlich willkommen bei Was bin ich? An einem Tag, an dem es so ein bisschen zur Heiterkeit verpflichtet ist. Ich hoffe, dass es Ihnen nicht allzu schwer fällt. Viertens, man sollte gleich am Anfang etwas Unerwartetes sagen, das Emotionen weckt. In den ersten 3 Sekunden direkt Aufmerksamkeit, provozieren manchmal auch. Polarisieren geht immer. Du musst eine Aussage staten, die komplett absurd ist, wo jeder sagen würde, never. Also auf keinen Fall einen Satz wie, heute wollen wir mal über ein Thema reden und das von allen Seiten beleuchten, um dann nach reiflicher Abwägung zu einer differenzierten Meinung zu kommen. Ganz falsch. Fünftens, finde ich ganz interessant, kleine Fehler einbauen. Wirklich wahr. I don't think it's controversial always, but I always give people something to talk about. So I'll pronounce a word wrong. So instead of yellow, I'll be like yellow. And then everyone's like, why did she say it like that? And then loads of comments come. It increases the engagement. Ist das nicht genial? Die wissen, dass Menschen Spaß daran haben, den Oberlehrer zu spielen und andere zu korrigieren. Und ich weiß, wovon ich spreche. Und dann wird bewusst ein Fehler eingebaut, damit darüber diskutiert wird. Ja? Damit man sich diesen Themen annimmt. Ich weiß, es heißt, sich einem Thema annehmen. Ich weiß, es heißt eigentlich, sich einem Thema annehmen. Ich will ja nur profitieren. Eine Geschichte kann auch länger erzählt werden, wenn zwischendurch immer was Neues passiert. Ne? Immer mal ein Twist, eine überraschende Wendung. Das Falscheste, was Sie auf YouTube machen können, ist eine Pressekonferenz mit Olaf Scholz hochladen. Es sei denn, Scholz sagt zwischendurch, hey, what's up, guys? Dann könnte es funktionieren. Unsere Autoren Max Engel und Fritz Lüders haben sich gedacht, wir versuchen mal unter genau diesen Maßgaben ein virales YouTube-Video herzustellen. Also, es wirkt authentisch, könnte wahr sein, ist es aber nicht. Das Thema ist extrem kontrovers. Am kontroversesten werden bei uns Clips diskutiert zum Thema Political Correctness. Besonders schön ist dann sowas Polarisierendes wie Winnetou. Dann werden Dinge falsch ausgesprochen, es gibt große Emotionen, Talking Points, die kumpelhafte Ansprache. Hier ist das Ergebnis. Hey, meine Lieben. Ich hab keinen Bock, dann lass das Ganze. Weil ich sag mal so, auf die alten weißen Männer können wir gut verzichten. Diese Hamburger Theatergruppe möchte kultureller Aneignung ein Ende bereiten. Karl-May-Spiele wie in Bad Segeberg sind für Jonas Niedermeyer und seine MitstreiterInnen Vorbild und abschreckendes Beispiel zugleich. Krasser Rassismus, Redfacing, Geschlechterdiskriminierung. Karl-Mays Erzählungen sind voll von dem ganzen Scheiß und ja, gehören einfach auf den Müllhaufen der Geschichte. Sie arbeiten an einem künstlerischen Gegenentwurf, der für niemanden diskriminierend sein soll. Wir wollen halt einfach Deutschland erstes wokes Abenteuertheater sein und ja, niemand wird ausgeschlossen. Besonders eine nicht diskriminierende Sprache ist den TheatermacherInnen sehr wichtig. Sie begreifen sich als Kollektiv, das alle Menschen ansprechen möchte. Deswegen ist auch die Wahl eines möglichst perfekten Spielorts für ihre Festspiele eine wichtige Entscheidung. Haben wir ein paar Fotos mitgebracht für eine mögliche Location. Guckt euch das mal an. Oh nee, echt, ne? Was? Echt. Sorry, aber das geht ja gar nicht. Ja, nee. Ey, Mann, der das Raum ist super. Der Raum nicht. Ist super. Wir hängen noch einfach diese schwulen Vorhänge ab und hey, dann, was soll das denn? Das geht aber gar nicht. Hey, wir haben uns ja auf Grundregeln geeinigt, oder? Wenn er auf keinen Bock hat, dann lass das Ganze. Anders als bei den Karl-May-Festspielen will die Gruppe auf den Einsatz von echten Pferden komplett verzichten. Gruppenleiter Jonas hat bereits die nächste Traditionsveranstaltung im Blick. Alternative zum Oktoberfest, würde ich sagen, oder?
Ich muss ja kaum erklären, warum die jetzige Veranstaltung so problematisch ist. Es geht doch auch anders, oder? Ihre Winnetou-Alternative soll zum Pflichtprogramm in Schulen und Kindergärten werden. Die Premiere ihrer Festspiele ist für 2023 geplant. Den kompletten Film über die Karl-May-Festspiele können Sie sich auf unserem extra YouTube-Channel ansehen. Wir werden interessiert beobachten, wie sich das Ding entwickelt. Das war Extra 3. Bis nächste Woche. Sag mal, hast du das Video jetzt wirklich ganz bis zum Ende geguckt? Ist ja irre. Wir haben hier Wetten abgeschlossen, ob du wirklich ganz bis zum Schluss dran bleibst. Ist dran geblieben. Wahnsinn. Ja, wenn das so ist, dann habe ich was für dich. Mehr von Extra 3 gibt es hier. Und hier kannst du den Kanal abonnieren. Ja? Ja, wirklich, bis ganz zum Schluss, wenn ich es noch sage.